Du willst wissen, wie man weitgerecht mit untermaßigen oder obermaßigen Hechten umgeht. Du willst wissen, was dabei die vier häufigsten Fehler sind und was diese Kneifzange damit zu tun hat. Dann solltest du dir dieses Video hier bis zum Ende anschauen. Hi Leute, Hubertus hier von Fishing King. In diesem Video geht es darum, wie du dich selber schützt vor Verletzungen, wenn du einen Hecht gefangen hast und der vielleicht tief geschluckt hat oder der Haken komisch sitzt, und vor allem aber auch, wie du die Hechte schonend zurücksetzt. Denn wir haben in vielen Bundesländern oder in allen Bundesländern gibt es ein Untermaß. Ja? Es gibt aber mittlerweile auch ein Küchenfenster, ein sogenanntes Obermaß, bei dem Fische, die zum Beispiel über 80 oder über 90 cm schon zurückgesetzt werden müssen. Und hierbei werden halt sehr viele Fehler gemacht. Gerade wenn die Haken sehr, sehr tief sitzen, der Hecht zappelt rum. Und da zeigt euch unser Experte, Dr. Thomas Kleefoth, genau wie das funktioniert in verschiedenen Beispielen und klärt ganz genau die Fehler auf und wie man sie halt richtig macht. Und kurz, wer ist Dr. Thomas Kleefoth? Dr. Thomas Kleefoth ist Partner und Experte von uns in unserem Online-Kurs der Fischerprüfung. Der Thomas ist Verbandsbiologe und Doktor beim Anglerverband Niedersachsen und hat seit vielen Jahren auf das Thema Hechte spezialisiert. Das ist einer seiner Kernthemen und deswegen haben wir Videos mit ihm dazu aufgenommen. Ein Großteil dazu, viel weitere gibt es noch bei uns im Online-Kurs, aber ein paar wollen wir jetzt auch hier auf YouTube veröffentlichen und deswegen auch dieses hier. Ich würde sagen, schaut es euch an. Vielleicht ertappt ihr euch auch bei dem einen oder anderen Fehler. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß damit. Let's go, Thomas. Jo, jetzt haben wir hier einen untermaßigen Hecht gefangen. In dem Fall, ich habe die Messlatte hier drunter liegen, 44 cm. Und er ist am Stinger gehakt, ziemlich tief gehakt. Deswegen werde ich den Haken durchknipsen. Er saß im zweiten Kiemenbogen. Und zwei andere Haken ein bisschen weiter vorne. Fisch ist gelöst. Und zurück. In diesem Fall ist der Fisch direkt weggeschwommen, das heißt direkt aus den Händen geglitten und eigenständig weggeschwommen. Wenn der Fisch stärker erschöpft ist, beispielsweise durch den Drill und sich auf die Seite legt, macht es gerade in strömenden Gewässern auf jeden Fall Sinn, den Fisch kurz zu halten, bis er wieder selbstständig aufrecht ist und dann wegschwimmen zu lassen. Oder aber den Fisch im Kescher zu hältern, kurz zu warten, bis er aufrecht steht und dann entsprechend freizulassen. Einfach nur, damit er freiständig schwimmt und nicht irgendwie im Schlamm versinkt oder mit der Strömung abgetrieben wird. So, wir haben jetzt gerade noch mal einen Hecht gefangen. Auch wieder ein schöner, maßiger Fisch, den wir nachher essen wollen. Und jetzt zeige ich euch aber noch mal die vier häufigsten Fehler, die man beim Versorgen des Fisches gelegentlich sieht und die man vermeiden sollte. Ganz wichtig natürlich das richtige Gerät. Das heißt, ihr müsst so weit ausgestattet sein, den Fisch auch vernünftig versorgen zu können, gerade auch wenn er danach zurückgesetzt werden soll. Zum einen haben wir hier eine Messschiene, beziehungsweise das ist ein Stück Plastik, das man ausrollen kann, sehr platzsparend. Der Riesenvorteil gegenüber so einer kleinen Messschiene ist, dass der Fisch hier draufgelegt werden kann. Wir haben hier so leicht Gras mit Sand drunter. Wenn wir den Fisch hier einfach nur drauflegen, dann haben wir sofort Schleimhautverletzungen. Das kann hier drauf nicht passieren. Gerade wenn wir diese Leiste vorher anfeuchten, ist das kein Problem. Ganz wichtig auch, um den Fisch ablegen zu können, ist es wirklich vorteilhaft, so eine kleine Abhakmatte mitzuhaben. Die passt in jeden Rucksack oder an jeden Rucksack. Die kann man auch als Spinnfischer mitnehmen. Hat große Vorteile, wenn man den Fisch schon nachher zurücksetzen möchte oder muss. Ganz wichtig auch das richtige Lösewerkzeug. Das heißt Zangen, Spitzzangen oder solche Lösegeräte, wie es sich auch in jedem Angelladen gibt, die vor allem lang sind. Denn der Hecht hat einen relativ langen Kopf. Manchmal sind die Haken in den Kiemen gehakt. Und da müssen wir natürlich eine lange Zange haben, um da ranzukommen. Und wenn der Fisch wirklich tief in den Kiemen gehakt ist, sollten wir unbedingt bereit sein, beispielsweise den Stinger, wie man ihn hier sieht, also den Angstdrilling, auch durchschneiden zu wollen.
Und das ist sehr fischschonend, weil man damit Verletzungen vermeidet. Man muss nicht reißen und das geht mit einem solchen Seitenschneider ganz wunderbar. Auch das ein Gerät, was viele nicht dabei haben, was aber wirklich nützlich ist. Was natürlich auch ganz zentral ist, ihr wisst ja nie, was ihr fangt. Ihr wisst nie, in welche Situation ihr kommt und vorgeschrieben ist es sowieso. Natürlich müsst ihr einen vernünftigen Schlagstock mit dabei haben zum Betäuben des Fisches und ein vernünftiges, scharfes Messer, mit dem ihr sowohl schneiden als auch stechen könnt. Und ganz besonders wichtig bei dem Schlagholz ist es, dass es nicht ein Zahnstocher ist, sondern ein vernünftiges Stück Holz, mit dem auch entsprechend Druck auch auf einen größeren Fisch ausgeübt werden kann. Das kann so ein ganz günstiges Teil aus dem Angelladen sein, das kann aber auch ein abgesägter Besenstiel sein, das ist eigentlich egal. Es geht nur darum, dass ordentlich Gewicht vorhanden ist, mit dem ihr vernünftig zuschlagen könnt. Nur das ist weitgerecht, auch wenn es ein bisschen massiver aussieht. Und in einigen Gewässerordnungen, in einigen Vereinen sind solche Rachensperren vorgeschrieben. Wirklich geeignet sind sie eigentlich nicht, das möchte ich gleich mal zeigen. Diese Geräte sind schwierig, sind fischverletzend und häufig funktionieren sie nicht richtig. Das günstigste Modell ist sicherlich so eins mit so zwei Kugeln vorne dran. Einfach ein Draht, der auf Spannung steht. Wenn ich das hier löse, dann geht das sofort hoch. Und genauso soll eben damit auch das Hechtmaul aufgerissen werden. Beim Hecht hier, wie er tot liegt, ist das gar nicht so schwierig. Da kann ich also hier die Rachensperre einführen und der Hecht öffnet ganz wunderbar sein Maul. Ich verspreche euch aber, wenn der Hecht noch einen Köder im Maul hat, möglicherweise sogar einen Drilling oben, einen Drilling unten und der Hecht zappelt dabei, dann wird es verdammt schwierig, diese Rachensperre zu fixieren. Der Hecht schlägt und man sieht sofort, wenn der Hecht sich bewegt, die Rachensperre macht, was sie will, die fliegt weg und genau das wollen wir verhindern. Also die lassen wir mal lieber weg, die taugen eigentlich wirklich nicht. Ein großer Fehler, den man machen kann, wenn man den Fisch abhaken möchte und ihm in die Kiemen greift, ist einfach ohne zu schauen, hier in die Kiemen reinzugreifen. Das hat mehrere Nachteile. Erstens, die Kiemen sind scharfkantig, man kann sich an ihnen ernsthafte Schnittverletzungen holen, blutige Finger, die den Menschen nicht gut tun. Gleichzeitig, wenn ich in die Kiemen reingreife, kann ich den Fisch verletzen. Auch das ist nicht gut für das Tier. Gerade wenn ich ihn zurücksetzen möchte natürlich. Und das dritte ist, wenn der Haken nicht so flach gehakt ist wie in diesem Beispiel, sondern ein Drilling irgendwo und ich weiß nicht wo im Maul steckt, dann könnte ich mit meiner Hand in den Drilling geraten oder in den Einzelhaken geraten und dann habe ich möglicherweise eine starke Verletzung und ich bin in einer Situation, die ich mir am Wasser nicht wünsche. Der bessere Weg ist es, den Fisch an den Kiemen entlang mit den Fingern zu fühlen. Und da kann man hier sehen, wie sich die Kiemen von hinten öffnen und man kann dann hier mit dem Finger ganz sachte die Haut lang bis ganz vorne gehen, den Finger so ganz leicht reinstecken und dann hier mit dem Daumen fixieren und der Hecht hat gar keine andere Möglichkeit, als das Maul zu öffnen. Und in dieser Haltung verletze ich den Fisch nicht, ich habe ihn sicher in der Hand und gleichzeitig ist das Maul auf und ich kann dann mit der Lösezange den Köder ganz wunderbar lösen. Man kann diesen Kiemengriff, wenn man ein bisschen Übung hat, relativ schnell durchführen. Das heißt, man fasst hier einfach dran, greift rein und mit ein bisschen Routine nach zwei, drei Hechten hat man das schon drauf. Das heißt, ein sehr zügiger Vorgang, zack, gelöst und der Fisch kann also unmittelbar und unverzüglich zurückgesetzt werden. Der vierte Fehler, der häufig gemacht wird, ist, einen tief gehakten Fisch falsch zu lösen. Und zwar, indem man einfach versucht, den tief sitzenden Haken rauszureißen. Wir haben hier einen Fisch, der den Gummifisch komplett verschluckt hat. Das passiert leider Gottes immer wieder, zu verhindern durch frühes Anschlagen. Aber auch dann klappt es einfach nicht immer, wenn die Hechte gierig sind. Dann hauen die sich den unter Umständen richtig tief rein. Und dann haben wir eben das Problem, dass wir hier mehrere Haken haben. Wir haben einen Angstdrilling, wir haben einen Einzelhaken, die teilweise in den Kiemen gehakt sind. Und das kann ich von hier von vorne nicht ordentlich lösen, ohne die Kiemen zu verletzen. Und das verringert dann die Überlebenswahrscheinlichkeit des Fisches und möglicherweise auch das Wohlbefinden des Fisches. Und deswegen ist es wichtig, so einen Seitenschneider dabei zu haben. Wenn ich also sehe, mein Angstdrilling oder mein Köderfischdrilling hängt in den Kiemen hier drin, dann ist es immer die allerbeste Variante, diesen Haken einfach mit dem Seitenschneider von hinten durchzukneifen. Der Haken ist gelöst. Und dann von vorne mit der Zange einfach zu entfernen. Man verliert dabei einen Drilling, das kostet ein paar Cent, aber das Überleben des Fisches ist uns das natürlich wert. Und deswegen wichtig, so einen Seitenschneider dabei zu haben. Schneidet den Haken einfach durch und der Fisch hat bessere Chancen, dann weiterzuleben.
Ein weiterer wichtiger Grund, so einen Seitenschneider oder so einen kleinen Bolzenschneider dabei zu haben, ist, dass man sich selber schützt. Wenn man den Haken löst beim Hecht, möglicherweise passiert es, mir selbst ist es mehrfach passiert, dass der Haken im Finger landet und man gleichzeitig am Fisch hängt mit dem Haken, Haken, Fisch, Hand, alles gleichzeitig hängt fest. Und dann den Haken durchschneiden zu können, ist gut für den Fisch, aber besonders dann auch gut für den Angler. Es verhindert größere Verletzungen und nur so kann man sich dann helfen. Also diese paar Euro sind eine wirklich gute Investition. Wenn dir das Video genauso gut gefallen hat wie mir, dann lass dem Video doch einen Daumen hoch da. Dann sehe ich und vor allem auch der Thomas, dass es euch gefallen hat, dass es dir gefallen hat. Und abonniere auch den Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast. Denn nächste Woche, passend zum 1.5., also auch ein paar Tage vorher, laden wir noch ein weiteres Video mit dem Thomas hoch. Und da geht es um das Thema Hechtbiologie und wissenschaftliche Erkenntnisse und wie wir damit oder wie du damit deine Hechtfänge jetzt passend zum Ende der Schonzeit in den meisten Bundesländern enorm steigern kannst. Das ist nun mal ein richtig cooles Video. Wie gesagt, nächste Woche kommt es raus bei uns auf dem Kanal. Und wenn du noch weitere Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Thomas und ich werden sie lesen. Du wirst Thomas und mich nächste Woche dann im nächsten Video wiedersehen. In diesem Sinne, macht's gut. Euer Hubertus und euer Hans Hecht. Ciao.